Hallo, Christian Redl mein Name, ich komme aus Österreich und bin 11-facher Weltrekordhalter im Freitauchen oder Apnoe-Tauchen. Über eine sehr liebe Bekannte, die Sabrina, habe ich von der DNA-Analyse erfahren. Und ich merke halt im Alter, man muss viel mehr Aufwand betreiben, um besser zu werden. Eigentlich bin ich schon froh, wenn ich mein Level halten kann jetzt mit 44. Und man versucht halt natürlich immer noch neue Möglichkeiten Ausschau zu halten, um quasi Leistungssteigerung zu bringen. Und ich bin ja davon überzeugt, dass die DNA das Wichtigste bei uns ist, weil das sitzt ja seit der Geburt quasi in uns drin. Und je besser man seine eigene DNA kann, desto besser, glaube ich, kann ich da dagegen steuern und da etwas Positives tun. Und probiere jetzt dann einmal dieses MyBody-DNA-Set aus. Das Ganze besteht eben aus dem Schachtel, wo man dann eben die Probe nimmt aus dem Mund, und dann gibt es eben noch ein Analysebuch dazu. Sobald meine DNA analysiert ist, kann ich ganz genau schauen, was kann ich essen, was ist gut für mich, wie muss ich trainieren, bin ich eher Ausdauer, eher kräftiger Typ, und bin jetzt schon sehr gespannt, ob ich eigentlich ich als Profisportler meinen eigenen Körper ganz gut kenne oder ob ich selber noch was lernen kann. Und jetzt mache ich einmal diesen Test und das werden wir dann einschicken und dann schauen, was passiert. Jetzt sollte man da eigentlich genug DNA-Spuren drauf haben. Zurück ins Röhrchen, ins Kuvert und ab damit ins Analysezentrum, und dann schauen wir, was rauskommt, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.